Hallo meine lieben YouTubis, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei bestem Winterwetter. Man soll es eigentlich gar nicht glauben, hätten die Bäume jetzt im Hintergrund keine, oder hätten die jetzt Blätter, würde man echt denken, es wäre Sommer, weil es so grün ist da im Hintergrund. Egal. Es soll um das Thema Glaubenssätze gehen und Glaubenssätze begleiten uns überall im Leben. Alles ist Glaubenssatz, egal eigentlich worum das geht, auch gerade auch im Pferdesport oder im Pferdebereich nenne ich mal Beispiel. Hafer ist gut für Pferde, sagt der eine, und der andere sagt, Hafer ist schlecht für Pferde. Genauso mit Sattelreiten ist gut für Pferde, ohne Sattelreiten ist total schlecht für Pferde. Also, und das zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch. Zum Beispiel konventionelles Obst ist schlechter als Bio-Obst. Es ist alles Glaubenssatz. Und alles hat die Bedeutung, die wir ihm selber persönlich geben und die es für einen persönlich selber hat. Und das hat auch jetzt gar nicht immer etwas Schlechtes zu bedeuten. Wir brauchen ja Glaubenssätze, um auch letzten Endes einen roten Faden in unserem Leben zu haben. Aber wir müssen unseren Frieden mit diesen Glaubenssätzen machen. Und ja, alles hat die Bedeutung, die es für einen persönlich hat. Wenn ich glaube, das und das ist gut für mich, dann ist das auch gut und richtig für mich. Und wir müssen unseren Frieden damit machen. Und auch alles, was ich in meinen Videos sage, das sind auch Glaubenssätze. Wenn ich sage, Hafer ist das, was ich meinen Pferden fütter und was ich denke, was genau richtig ist, oder Barhof gehen ist genau das, was ich denke, was richtig ist, und ich das auch so vermittle in meinen Videos, dann sind das meine Glaubenssätze, das ist meine persönliche Realität. Und entweder ihr als Zuschauer geht mit mir da im Einklang und geht mit mir den gleichen Weg, oder ihr seid eben in der gleichen Resonanz, in der gleichen Schwingung wie ich, oder eben halt nicht. Denn das ist aber dann auch in Ordnung. Und also Glaubenssätze, wir brauchen Glaubenssätze für unser Leben, aber wir müssen auch den Frieden damit machen und uns auch nicht so festbeißen, zum Beispiel, dass man eben sagt, wenn ich jetzt dieses oder jenes esse, dann ist das total schlecht für mich oder macht mich dick. Das ist ein Glaubenssatz. Wenn ich sage, die Pizza macht mich dick, dann wird sie mich dick machen. Wenn ich sage, die Pizza macht mir jetzt aus, oder die macht mich gar schlank, wird sie mich schlank machen. Denn das Universum macht ja auch immer das, was wir bestellen. Aber wir müssen unseren Frieden damit machen. Und deswegen ist es auch nicht in Ordnung, Leute anzufeinden, die eben anderer Meinung sind und die eben halt sagen, ja, zum Beispiel dieses Sattelthema, ohne Sattelreiten wäre total schlecht für das Pferd und für den Rücken. Wenn das mein Glaubenssatz ist, ist das mein Glaubenssatz. Und wenn ich diesen Glaubenssatz nicht habe, sondern sage, ohne Sattelreiten hält mein Pferd gesund, dann wird das auch so sein. Und so lebt jeder in seiner selbst geschaffenen Realität mit seinen eigenen angenommenen Glaubenssätzen. Aber wir dürfen Glaubenssätze nur nicht zu unseren Feinden machen oder uns durch Glaubenssätze den anderen zum Feind oder umgekehrt machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal so sagen. Und auch so diese, ja, es gibt, also alles ist Glaubenssatz. Pferde eindecken ist gut oder schlecht, ist Glaubenssatz. Mit Gebiss reiten, ohne Gebiss reiten, ist Glaubenssatz. Alles ist Glaubenssatz. Es zieht sich durch das ganze Leben. Im Grunde genommen, jeder zweite Gedanke ist ein Glaubenssatz. Und mal wieder, denkt darüber nach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn nein, gebt mir einen Daumen nach unten. Abonniert meinen Kanal. Stellt Fragen. Ja, drückt das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir, und leitet das Video gerne weiter an Leute, die versuchen, euch ihren Glaubenssatz aufzuzwingen oder umgekehrt, denen ihr was Gutes tun wollt. So, wir reiten jetzt erstmal weiter und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Go vegan und Namaste. Tschüss.